Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Herzlich willkommen zum Morgenimpuls mit Ihnen am Radio und mit mir, Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Es ist gut, dass wir jetzt hier zusammen beten. Seit einer Woche erschüttern uns die Bilder und Videos vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die unglaublichen Szenen der einstürzenden Häuser, der Schreie der Menschen, der Hoffnungslosigkeit der Überlebenden sind fast unerträglich. Aber ein Video ist mir bis ins Mark gegangen. Ein Mann und seine Freunde graben mit bloßen Händen im Schutt und Geröll seines Hauses. Und zwischendurch läuft er weinend auf und ab und beugt sich immer wieder in die Trümmer seines Hauses und ruft die Namen seiner Frau und seiner Kinder. Und dann warten er und seine Freunde und Verwandte auf Antwort, warten ganz still und beginnen wieder und wieder zu rufen, zu schreien, zu weinen. Und mitten im Video fiel es mir ganz plötzlich auf. So muss es sein, wenn der Vater im Himmel uns, seine Kinder, ruft. Er ruft und ruft und ruft und lässt nicht nach damit. Wir können verschüttet sein unter all unseren rastlosen Beschäftigungen, unter allem, was uns zuschüttet mit Geräuschen und Texten und Meinungen und Tätigkeiten. Er ruft uns in allen unseren persönlichen Katastrophen und Schwierigkeiten. Er ruft uns auch, wenn wir unsere Ohren mit Kopfhörern zugedeckt haben und uns selbst beschallen. Er lässt nicht nach, uns zu rufen, weil er es ernst meint mit seinem Vatersein. So wie er seinen Sohn Jesus Christus zusagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Gefallen, so will er auch uns sagen, du bist meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen. Jesus malt uns quasi das Bild dieses liebenden Vaters und will uns damit zeigen, dass wir nicht an einen drohenden Übergott glauben müssen, einen, der als Herrscher über Wohl und Wehe der Menschen entscheiden, einen fernen Machthaber, der über die Millionen seiner Untertanen den Daumen hebt oder senkt. Jesus zeigt uns, dass sein Vater und damit unser Vater Beziehung ist und Beziehung will. Mit jedem seiner Kinder. Gott ist die Liebe und dieser liebenden Gott wird niemals aufhören, nach seinen geliebten Kindern zu rufen, sie zu suchen, um sie in sein Vaterhaus zu holen. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.